Treptow-Köpenick gefällt mir besonders, dass diese ganze Vielfalt, die Berlin ausmacht, sich im Grunde genommen auch in Treptow-Köpenick zeigt. Man hat in Treptow-Köpenick einfach alles, egal ob es jetzt Kultur ist, ob man essen gehen möchte, ausgehen möchte, da gibt es genug. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diesen kleinen städtischen Charme. Was ich auch besonders spannend an diesem Bezirk finde, sind die unterschiedlichen Ortsteile, die ja in ihren Charakteren sehr unterschiedlich sind, sehr verschieden sind. Und die es auch aus meiner Sicht gilt, unbedingt zu erhalten, weil das gerade diese Diversität des Bezirkes auch ausmacht. Ja, die einzelnen Zentren in Treptow-Köpenick ja so verteilt sind, also Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Müggelheim, ja. Und dann aber mal natürlich Richtung ja, Innenstadt, also Treptower Norden zum Beispiel, kommt auch mit dem Treptower Park. Da ist man ja eigentlich mitten in der Metropole drin. Und diese zwei Gesichter finde ich wirklich große Klasse. Ich bin ja Aufsteiger. Ich bin in Köpenick geboren und bin bis nach Treptow gekommen. Ich vermute übrigens, je älter ich werde, desto mehr nach Köpenick ziehe ich wieder, weil es da einfach auch ruhiger und so ist. Ich glaube, die typische Antwort ist, wir haben die meisten Seen, Wälder und so weiter und so fort. Das viele Grün, das viele Wasser und die einfach hohe Lebensqualität, die man hier hat. Man nimmt ja oft wahr, dass viele Menschen aus anderen Bezirken, auch aus dem Umland nach Treptow-Köpenick kommen, um hier die schöne Natur zu genießen, das Wasser zu genießen, die frische Luft. Und da freue ich mich immer umso mehr, dass ich hier vor Ort auch leben darf. Und ich sage, das ist alles ganz toll und wichtig, aber worauf es ankommt, das sind die Menschen. Und ich bin gerne in Treptow-Köpenick, weil es hier ganz viele Menschen gibt, die mir am Herzen liegen, mit denen ich Politik machen kann, mit denen ich meine Freizeit verbringe, mit denen ich lachen und weinen kann und wo ich immer einen Ort habe, wo ich mich einfach auch geborgen fühle. Und das macht ja Heimat letztendlich aus. Und weil der Schwerpunkt einfach hier ist und weil ich hier so viele Menschen habe, die mir wichtig sind, ist Treptow-Köpenick meine Heimat und hier fühle ich mich wohl deshalb. Hallo und herzlich willkommen zum Jahresauftakt 2022. Wir sind im Herzen unserer wunderschönen Altstadt. Sie kennen Zilles Stubentheater. Hier findet Kultur statt. Hier bei uns findet heute das gemeinsame Treffen zum Auftakt des neuen Jahres statt. Wenn wir uns heute im Ratssaal des Rathauses getroffen hätten, dann würden sich wahrscheinlich auch viele Gespräche nur um eins drehen, nämlich um diesen schrecklichen Krieg, um das, was unsere ukrainischen Nachbarn erleben und erleiden müssen. Wir hätten uns viel zu sagen gehabt und wir hätten uns auch sagen können, gut, dass wir in einer Demokratie leben. Hier sind Bürger zu Abgeordneten geworden, die unsere Geschicke lenken und leiten. Hier bestimmen wir die Politik. Und selten konnten wir das so wertschätzen wie in diesen Tagen. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres wunderschönen Treptow-Köpenick, unverhofft kommt oft, heißt es ja nicht zu Unrecht. Und so ist aus der einmalig gedachten Videobotschaft zum Jahresauftakt nun schon ein Wiederholungsfall geworden. Erneut lässt es die Pandemie nicht zu, unseren Empfang im Rathaus durchzuführen. Die Begegnungen und Gespräche, die für uns wie die Luft zum Atmen sind, fallen auch in diesem Jahr aus. Das schmerzt. Und eine verlässliche Perspektive für unser persönliches und gesellschaftliches Leben, von der ich vor einem Jahr zu Ihnen sprach, ist auch jetzt noch nicht zu erkennen. Aber es nützt alles Klagen nichts. Wir haben die Pflicht, alles dafür zu tun, unser Land und die Menschheit insgesamt in diesem Jahr der Bewältigung dieser gewaltigen Herausforderung entscheidend näher zu bringen. Es wird ein Danach geben. Und wie es danach hier aussieht, das hängt maßgeblich auch von jedem Einzelnen ab. Und Treptow-Köpenick ist ein Bezirk voller aktiver Menschen. Das zeigt sich im Vereinsleben, in der überragenden Bedeutung des Breitensports, im reichen Kulturschaffen in allen unseren Ortsteilen und in der Vielfalt des Engagements, in Bürgerinitiativen und Zusammenschlüssen aller Art vor Ort. Immer mehr Menschen wollen sich an der Gestaltung ihres Lebensumfelds aktiv beteiligen. Darin liegt für eine offene, freiheitsliebende Stadt wie Berlin eine große Chance und eine Verpflichtung, Wege der Bürgerbeteiligung zu finden und zu gehen, die fair sind und nicht im Formalen verharren. Es wird uns allen viel guter Willen abverlangt werden, hier zu bestehen. Seit November arbeitet die von Ihnen gewählte neue Bezirksverordnetenversammlung und in diesen Wochen beginnen auch die Ausschüsse. Nutzen Sie die Möglichkeiten der direkten Mitwirkung und Beteiligung.
Gehen Sie mit Ihren Ideen und Vorschlägen auf die Fraktion und die Bezirksverordneten zu. Konfrontieren Sie die Bezirksverordneten mit Problemen, die sie vor Ort haben, und bringen Sie Ihre Kenntnisse aus den Ortsteilen in die Bezirksverordnetenversammlung ein. Wir alle werden von einer derart lebendigen Demokratie profitieren. Lassen Sie uns, liebe Treptow-Köpenickerinnen und Treptow-Köpenicker, und damit komme ich zum Schluss doch noch einmal zur Pandemie zurück, in diesem Jahr das Schlimmste hinter uns bringen. Aber bis es soweit ist, gilt, passen Sie auf sich auf und bleiben oder werden Sie gesund. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2022. Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch ich möchte Sie zu diesem digitalen Neujahrsempfang begrüßen. Ja, der Empfang, es ist auch wieder, dass Sie zu Hause uns empfangen und wir leider nicht Sie. Aber so ist es in dieser Pandemie. Wir machen das Beste daraus. Aber wir wissen natürlich, das soll und kann und darf kein Dauerzustand sein. Wir leben von dem persönlichen Gespräch, von der Begegnung hier im Rathaus, von der Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, über die Dinge, die uns bedrücken, über die Dinge, die wir vorhaben, die wir vielleicht auch gemeinsam vorhaben. Ja, im Moment steht immer noch im Mittelpunkt der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Und uns geht es darum, Menschenleben zu schützen. Menschen davor zu schützen, dass sie sich infizieren und alle diejenigen, die infiziert sind, bestmöglich zu betreuen. Das Bezirksamt arbeitet daran, insbesondere das Gesundheitsamt leistet großartige Arbeit. Aber auch darüber hinaus unsere Krankenhäuser, unsere Ärztinnen und Ärzte, viele arbeiten daran, Menschenleben zu schützen und Menschenleben zu retten. Ihnen allen gilt mein Dank. Aber alle wünschen sich auch ein Stück Alltag wieder zurück, also den ursprünglichen Alltag ohne diese Viruspandemie. Ein Stück Normalität wieder, dass man unbeschwert zu Veranstaltungen gehen kann, dass man unbeschwert miteinander ins Gespräch kommen kann. Das wünschen wir uns. Und ich hoffe für uns alle, dass wir dieses Jahr, in den nächsten Monaten hoffentlich schon, dem wieder ein ganzes Stück näher kommen. Wir haben im Bezirk viel vor. Wir wollen die Lebensqualität der Menschen in unserem Bezirk deutlich verbessern. Dazu gehört es auch, dass wir unseren Bezirk modernisieren, dass wir investieren in unsere Infrastruktur. Und wir haben das vor für alle Generationen. In wenigen Wochen werden wir einen neuen Kiezclub im Allendeviertel eröffnen. Eine neue Seniorenfreizeitstätte. Wir starten in diesem Jahr aber auch die Sanierung der Volkshochschule in Baumschulenweg. Wir möchten eine neue Musikschule in Baumschulenweg eröffnen. Und wir starten auch einen Neubau eines Kiezclubs in Baumschulenweg. Schulen waren schon immer unsere Herzensangelegenheit. Und deswegen geht auch die Schulbauoffensive weiter. Wir werden viele Schulmodernisierungsprojekte fortsetzen, aber auch neue beginnen. Eines der größten neuen Projekte wird der Neubau, die Erweiterung und auch die Sanierung im Bestand der Melibese-Grundschule sein, der Hans-Grade-Schule. Wir werden neu in Friedrichshagen anbauen, an der Wilhelm-Wölsche-Schule, und das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium wird ebenfalls eine Erweiterung erfahren. Überall bauen wir neu, weil wir nicht nur der jungen Generation beste Bedingungen bieten wollen, sondern weil wir unseren Bezirk auch dafür aufstellen wollen, dass wir weiterhin attraktiv bleiben, attraktiv sind. Viele Menschen sind hierher gezogen wegen der hohen Lebensqualität. Sie fühlen sich wohl in Treptow-Köpenick, und dabei soll es bleiben. Dafür arbeiten wir tagtäglich, jetzt mit einem neuen Team im Bezirksamt, im politischen Gremium des Bezirksamtes, haben wir viele neue Kolleginnen und Kollegen, die Sie auch kennenlernen werden im Rahmen dieser Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein erfolgreiches und eben auch ein besonders gesundes neues Jahr 2022. Lassen Sie uns weiter gemeinsam dafür eintreten, dass unser Bezirk attraktiv und beliebt bleibt. Vielen Dank. In diesem Film spannende Fakten, und wenn Sie gut drauf aufpassen, dann haben Sie die Chance, tolle Preise zu gewinnen, die der Tourismusverein organisiert hat. Am Ende des Films 5 Fragen, Ihre 5 Antworten an diese E-Mail-Adresse, und dann sind Sie schon dabei.
Ja, hallo, ich bin vom Tourismusverein Berlin-Treptow-Köpenick und wir vermarkten seit über 30 Jahren hier die touristischen Initiativen in der Region, kümmern uns um alles, was mit Tourismus zu tun hat. Wir haben ja die letzten zwei Jahre erlebt, wie schwierig das ist in der touristischen Zeit für die Anbieter in den Hotels, in die Gastronomen etc. und wollen versuchen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wir haben ein tolles Team im Tourismusverein, das das tut. Wir haben eine unheimliche Unterstützung aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick durch Oliver Igel, unseren Bürgermeister. Wir haben eine Tourismusinformation im Treptower Park, die wir seit zwei, drei Jahren betreiben. Wollen die in diesem Jahr noch mehr mit den Bezirken ausbauen, haben da die benachbarten Bezirke in Partnerschaft sozusagen, wollen da einiges auf den Weg bringen, dass dieses Zugangstor von Treptow-Köpenick, Treptow im Besonderen da auch offener wird und dass wir da mehr Angebote haben, wie wir auch Touristen hier nach Treptow-Köpenick locken. Durch die teilweise Übernutzung der Wassermöglichkeiten im Wassertourismus, durch Konkurrenzen untereinander, haben wir ein Projekt aufgesetzt, was heißt Akzeptanzentwicklung im Wassertourismus. Das wollen wir in diesem Jahr ganz nach vorne stellen, dass wir auch behutsam und liebevoll miteinander unsere Wasserwege nutzen können und dass auch Anwohnerinnen und Anwohner sich da wohlfühlen. Wir wollen das breit diskutieren in der Bevölkerung und das wollen wir stark ausbauen. Und natürlich den Radtourismus, was wir schon seit einiger Zeit tun. Es fehlt noch so ein bisschen an der ordentlichen Infrastruktur. Da sind wir aber guter Dinge, dass das in dieser Legislaturperiode auch mit dem Land Berlin und dem Bezirk besser gelingen wird, die Radwegeinfrastruktur zu verbessern. Auch Ladesäulen, Elektroladesäulen, aber auch Ladesäulen für Autos, weil es gibt ja doch eine Mobilität, die sich auf alle Wege bezieht und natürlich einen öffentlichen Nahverkehr, der im 10-Minuten-Takt hier auch bis an den letzten Winkel, bis nach Rauffangswerder, bis nach Ransdorf alle versorgt. Insofern sind das schon Aufgaben, die reichhaltig sind und wir freuen uns, die gemeinsam umsetzen zu können. Ja, kann man sagen, was man will. Mit schnödem Computer ausgedruckt. Wer macht's heutzutage schon? Schreibt es richtig schön und klug. Der Autor und Verleger Christian Ewald, der macht es. Die Katzengrabenpresse ist bekannt und berühmt dafür, dass das, was von dort kommt, auch ansehenswert ist und natürlich auch wirklich anspruchsvoll. Eine coole Sache, die wir heute hier an dieser Stelle mal vorstellen wollen. Ich bin froh darüber, denn jetzt kommt mit Christian Ewald Niveau ins Programm. Für meinen Gesprächspartner muss ich mal auf die Leiter steigen, weil es tatsächlich ein Gespräch zwischen Erde und Himmel ist. Hallo, hallo M.R.R.M. Hallo, hören Sie mich? Ja, aus gewisser Weise ja richtig. Haben eine gute Verbindung. Hören sehr, sehr gut. Verbindlichsten Dank von hier oben. Für die Neujahrsempfangseinladung der speziellen Art beim Bürgermeister von Köpenick mit all seinen Gästen in diesem ja literarisch so besonderen Rathaus, in dem der Schuster Wilhelm Vogt 1906 den Geniestreich als Hauptmann vollzog mit dieser märchenhaft preußischen Militärposse, der Karl Zuckmayer zu Weltruhm verhalf und berühmte Schauspieler dieses Zeitzeugnis verkörperten wie Heinz Rühmann, Rudolf Platte, Harald Juntke und letztlich eine Frau, Katharina Thalbach. Vor Jahren habe ich hier im Himmel zufällig beide getroffen, den Schuster und den Schriftsteller, lustig, listig plaudernd, wobei der falsche Hauptmann erzählte, er wolle wiederholterweise und unerkannt nach Köpenick ins Rathaus, es zu besuchen. Ich bemerkte einen seltsamen Anflug von Nostalgie. Naja, merkwürdigerweise ist er bis heute nicht zurückgekehrt. Denn beim Betreten des Rathauses sei er im Augenblick zu Bronze erstarrt, erzählt man sich seitdem hier im Himmel. Getroffen habe ich in den Jahren recht viele Autoren, deren Werke von mir fürchterlich verrissen wurden. Naja, Verrisse sind hitzig. Ausgenommenerweise meinen hochgelobten und hochgeehrten Thomas Mann, der mir täglich bei der Erlernung der Himmelssprache sehr behilflich ist. Ein außergewöhnlich schwieriger Kontext.
Das Deutsche muss ich jetzt vom Blatt ablesen, sonst bin ich durcheinander. Den Text lasse ich natürlicherweise signiert zur Erde schweben. Und ich bleibe aber prinzipiell dabei, um nur knapp über Bücher zu reden. Dass von 99 herausgebrachten Büchern diverser Verlage selbst jetzt noch immer davon fast 100 schlecht sind. Aber naja. Nun, nach den Wahlen sind ja immer neue Namen an den Stühlen des Rathauses anzubringen. Ein kleines Wortspielchen sei mir gestattet, eine große Lanze zu brechen für Herrn Brauchtmann. Gewisserweise wird den sehr man ihn brauchen, denn eines bleibt. Kultur ist mit das Wichtigste, das man braucht. Ich möchte das vom Himmel aus wirklich sehr unterstützen. Den ganzen so mannigfaltigen kulturellen Umtrieb hier in Köpenick. Das Zille-Theater hier. Das besondere Katzengrabenfest der Künstler mit Stelzentheater und Lesungen der Verlage, Musikern und allerlei künstlerischen Angeboten mit über den Gästen im Augustwind flatternden, fast poetisch wehenden Großwäschestücken der Mutter Lustig, der Begründerin des Köpenicker Lohnwaschwesens, zwischen den Häusern auf Leinen gespannt. Einzigartige Kulisse. Und auch für die weiteren Editionen der Katzengrabenpresse, diesem besonderen Verlag ebenso, die als Singularitäten, manche sagen auch literarische Perlen, das Gespür für Buchkunst und die Freude darüber weit über Deutschland hinaus vermitteln. Huh, meine terroristische Einspeiseweiche blinkt, die Zeit ist um. Einen heute Morgen gepflückten Sonnenstrahl, der den Verleger an Sie alle übermitteln wird als Anreiz, der den Glanz dieser kommenden Arbeit fördern soll, damit auch ich ein kleines bisschen zurückbleibt, lasse ich Ihnen durch diesen terroristischen Kanal zu Ihnen gleiten, verbleibenderweise mit allen Grüßen von hier oben, Ihr M.R. Kleines Strichelchen, Divis, R. Adieu. Und das ist der Sonnenstrahl, den dieser Herr M.R. Strichelchen als Divis, R. vom Himmel aus gesandt hat, wie er selbst sagte, am Morgen frisch gepflückt. Und diese ganzen kulturellen Aktivitäten hier in Köpenick mit dem neuen Jahr, mit der neuen Besetzung des Rathauses und mit der dann später ja vielleicht erfolgten Renovierung des Gesamtgebäudes neue Kraft verleihen soll. Alle guten Wünsche im Glanz dieses Strahles. Ja, liebe Leute, die neu gewählten Stadträtinnen und Stadträte haben sich gleich zu Beginn unseres digitalen Meetings schon vorgestellt, haben gesagt, was sie an unserem schönen Köpenick so lieben. Und jetzt fragen wir sie einfach mal, was sie sich für ihre Arbeit vorgenommen haben. Was steht für sie im Fokus? Was können wir von ihnen in den nächsten 5 Jahren erwarten? Also mir ist es ganz wichtig, die Menschen an meiner politischen Arbeit teilhaben zu lassen, offen gegenüber der Bevölkerung zu sein, stets mit einem offenen Ohr da zu sein, den Problemen zuzuhören, diese anzunehmen und die dann auch in meine politische Arbeit einfließen zu lassen. Als Bezirksstadtrat bin ich der Leiter einer Verwaltung und ich finde, Menschen, die Kontakt mit einer Verwaltung haben, die sollen das Gefühl haben, dass sie willkommen sind und dass die Verwaltung für sie da ist und dass sie Dienstleistungen bekommen. Ganz, ganz oft gibt es ja das Vorurteil, dass man mit leicht gebückter Körperhaltung ins Amt geht, um dann etwas zu erbitten. Und das, was ich gerade gesagt habe, das ist für mich ganz, ganz wichtig und das lebe ich auch mit jeder Faser meines Körpers. Ich möchte, dass die Menschen gerne ins Amt kommen, dass sie Unterstützung bekommen, dass sie freundlich aufgenommen werden von den Kolleginnen und Kollegen im Amt. Und ich möchte auch nicht, dass gesagt wird, das geht nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht, sondern dass wir gucken, wie wir Lösungen auf wichtige Fragen hinbekommen.
Ja, als Bezirksstadträtin bin ich ja Kommunalpolitikerin und ein Vorteil als Kommunalpolitikerin ist aus meiner Sicht, dass die Entscheidungen, die dort getroffen werden, sich unmittelbar vor Ort auswirken, an der Basis sozusagen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das heißt für mich auch und für meine Arbeit, dass ich vor Ort sein möchte und ansprechbar sein möchte für die Bürgerinnen und Bürger und eine gute Kommunikation pflegen. Habe mir vorgenommen, bei Entscheidungen, die anstehen, die Menschen mitzunehmen. Das finde ich ganz wichtig. Für mich steht natürlich ganz klar im Fokus die Verkehrswende voranzubringen. Das heißt, die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, die Stärkung von Radwegen und der Ausbau von Radwegen und natürlich auch den Fußverkehr dabei immer mit im Blick zu haben und barrierefrei zu gestalten. Es bedeutet für mich aber auch, dass wir es schaffen, den Durchgangsverkehr aus den Kiezen zu kriegen und dass wir einen attraktiven öffentlichen Raum damit auch dann gestalten können, indem wir mehr Grün haben, indem wir gute und sanierte und barrierefreie Spielplätze haben, indem wir Aufenthaltsqualität für die Menschen vor Ort schaffen. Darüber hinaus möchte ich mich gerne für eine sozialverträgliche und nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. Das bedeutet, von Anfang an auch die Infrastruktur mitzudenken, gemeinsam mit allen Akteurinnen sich dann also an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, wie wir verantwortungsvoll mit diesen Ressourcen, die wir ja noch haben, umgehen können, vor allem auch hinter dem Hintergrund des Klimawandels, wie man das also gemeinsam so gestalten kann, dass wir unser schönes grünes Köpenick auch weiterhin so behalten können. Wichtig ist für mich auch das Thema der biologischen Vielfalt, die Stärkung und der Schutz der biologischen Vielfalt, hier Strategien zu entwickeln und dabei auch natürlich die Pflege und den Schutz unserer öffentlichen Grünanlagen, dabei ganz klar im Fokus, der Schutz unseres hohen Baumbestandes und auch unserer Artenvielfalt. Also ich sehe mich stark in der Zivilgesellschaft verankert und möchte gerne auch diesen Auftrag, den ich von der Zivilgesellschaft bekommen habe, hier im Bezirksamt ausfüllen und den Menschen vor Ort zuhören, ihre Anliegen mitnehmen, sie in meine Arbeit einfließen lassen, sodass wir gemeinsam den Bezirk gestalten können. Das neue Jahr 2022 beginnt erstmal mit einer sehr erfreulichen Ereignis und zwar ist die Eröffnung des 11. kommunalen Kiezclubs unmittelbar bevorstehend und damit ist es gelungen, was ich sehr positiv finde, die soziale Infrastruktur mit den Angeboten auch für die Bürgerinnen und Bürger weiter auszubauen. Und dies geschieht im Zusammenhang mit einer Unterkunft für geflüchtete Menschen. Ich denke auch, dass es eine sehr positive Bereicherung sein wird und das Allendeviertel sehr aufwerten wird. Ja, und dann möchte ich noch ein zweites Thema nennen, was bevorsteht und das ist die Wahl der Seniorenvertretung. Ich würde mir sehr wünschen, dass es dort eine breite Beteiligung gibt und viele Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, damit sie eben mitbestimmen können, was sich hier gestaltet im Hinblick auf die Angelegenheiten und Ansprüche und Erforderlichkeiten für Seniorinnen und Senioren. Was mich jetzt sehr beschäftigt im Winter, ist die Obdachlosenwohnungshilfe. Wir sehen es, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, dass es viele betroffene Menschen gibt, die eben keine Wohnung haben und da gibt es lebenswichtige Angebote der Kältehilfe. Ich würde mir wünschen, dass man auch in den wärmeren Jahreszeiten Angebote für diese Menschen schaffen kann. Also das heißt für mich, dass Kältehilfeeinrichtungen umgewandelt werden in ganzjährige Unterkünfte mit dem langfristigen Ziel, Obdachlosigkeit zu beenden. Meine Aufgaben als Jugend- und Gesundheitsstadtrat liegen auf der Hand. Ich möchte die Pandemie zu Ende bringen. Das schaffen wir nur gemeinsam, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Wir sind der einzige Bezirk in ganz Berlin, der ein breites Impfangebot für alle Menschen macht, die sich impfen lassen wollen. Ja, und dann geht es darum, die Scherben aufzuräumen, die Corona hinterlassen hat. Wir alle reden immer wieder darüber, was es für Folgen hat, wenn Kinder und Jugendliche lange Zeit einfach auch zu Hause bleiben mussten und auch dieses ständige Gefühl haben, dass es hier eine Bedrohung gibt und eine Angst einfach vorhanden ist. Und dagegen etwas zu tun, dadurch, dass wir ein breites Angebot schaffen von Jugendarbeit, die die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einfach auch aufgreift, dadurch, dass wir ein Angebot machen, auch an Kinder und Jugend psychotherapeutischen Angeboten. Das ist, glaube ich, was
ganz Zentrales und was ganz Wesentliches. Das klingt jetzt gar nicht so viel, aber wenn man sich auch mal umhört, wie gerade die Situation auch eingeschätzt wird von Kindern und Jugendlichen, dann ist da ein ganz, ganz großer Bedarf. Ich freue mich sehr, dass einer meiner ersten Erfolge war, ein Kinder- und Jugendpsychotherapeutisches Angebot mit dem Schwerpunkt Zirkuspädagogik hier für Treptow-Köpenick zu gewinnen. Das gibt es bald bei Kabuwazi und das wird ein ganz großes Highlight sein und das wird für 3 Jahre Bestand haben. Und ich glaube, solche Angebote und viele weitere, die braucht es jetzt einfach. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch die Landesebene für sich entdecken wird und uns dabei auch unterstützen wird. Ja, und ansonsten geht es darum, sich nicht aus der Krise herauszusparen, sondern jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Geld in die Hand zu nehmen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und genauso natürlich für das Jugendamt. Weil die Angebote, die wir jetzt sparen würden, die würden wir vielfach bezahlen müssen im Ergebnis. Und daran kann ja keiner ein Interesse haben. Ja, also als Bezirksstadtrat für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport sind die Felder ja entsprechend umrissen. Berlin, wie auch in Treptow-Köpenick, wird wachsen von seiner Bevölkerung und damit also auch von den Kindern. Das heißt, das Problem in den nächsten Jahren, oder die Herausforderung besser gesagt, wird es einfach sein, wie die Schulplätze zu organisieren sind. Weiterhin, Treptow-Köpenick ist einer der größten Bezirke für Sportvereine und der größte Bezirk in Berlin für Wassersportarten, also von sozusagen dem Volumen oder der Anzahl an Wassersportvereinen. Hier ist es mir halt eben wichtig, dass die Bedingungen für Sport und für die Sportvereine entsprechend erhalten bleiben, dass hier Sport entsprechend gemacht werden kann im Bezirk, die Anlagen sozusagen ausgebaut und verbessert werden für den Bereich Weiterbildung und Kultur. Da ist mir zum Beispiel wichtig, dass die Volkshochschulen weitere Lernstandorte bekommen, beziehungsweise durch die Ausweitung anderer Standorte wie Musikschulen und Bibliotheken, dass dann halt dort auch weitere Möglichkeiten eben für die Volkshochschulen einfach dann da sind, dort Kurse anzubieten. Dann habe ich gerade schon angesprochen, die Musikschulen ist auch ein weiterer sehr wichtiger Punkt für unseren Bezirk. Da hoffe ich, dass mit dem Neubau jetzt in Baumschulenweg ein weiterer Standort für die Musikschulen hier im Bezirk dazukommt. Und ich hoffe, dass möglicherweise auch noch ein dritter Standort dazukommt im Rathaus oder beim Rathaus Johannisthal. Ja, wohl dem, der ein Instrument spielen kann. Ich kann es nur halten und ich weiß nicht mal, ob es richtig ist. Aber es gibt viele musikbegeisterte junge Menschen, die freuen sich, dass es in Treptow-Köpenick die Musikschule Josef Schmidt gibt. Und die wiederum bekommt ein neues Gebäude. Da bleibt wirklich kein Wunsch offen, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, es ist dann alles gedacht. 4,5 Millionen Euro für eine neue Außenstelle der Josef Schmidt Musikschule in Treptow-Köpenick. Wenn das nichts wird. Wir bauen hier in Nachbarschaft zur Volkshochschule Baumschulenweg eine neue Musikschule. Wir haben bei der Planung auf nachhaltige Bauweise geachtet. Das Gebäude wird beheizt mit einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe beheizt das Gebäude im Winter, kann im Sommer zur Kühlung des Gebäudes benutzt werden. Die Stromversorgung wird zukünftig durch eine Photovoltaikanlage, die auf dem Dach installiert ist, sichergestellt. Die Musikschule hat viele kleine Einzelunterrichtsräume, aber auch große Räume, die für Spezialgebiete ausgestattet sind. So haben wir zum Beispiel einen Tanzraum mit Schwingparkett und Ballettspiegel. Wir haben Schlagzeugräume mit spezieller Wandschalldämmung. Wir haben einen Chorprobenraum und wir haben einen großen Veranstaltungsraum mit einem angrenzenden Tonstudio, von wo aus Ton- und Bühnenbeleuchtung gesteuert werden kann.
Bei der Planung des Musikschulgebäudes haben wir auf erhöhte Schallschutzanforderungen geachtet. Einerseits müssen wir die Bevölkerung vor Schallemissionen schützen. Andererseits brauchen wir Schallschutz zwischen den einzelnen Proberäumen. In den Räumen haben wir auf eine besondere Raumakustik geachtet. Dazu wurde extra ein Fachingenieur für Akustikplanung beauftragt. Kurz zur Musik. Köpenick ist auch Magnet für Künstler aus der ganzen Welt, selbst aus Thüringen. Tobi und Steffi sind zwei Künstler, die haben Sie schon gesehen beim Köpenicker Sommer vielleicht, haben ihren Song aufgenommen im Tischkunstkombinat. Und das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß. Give me love. Give me love, give me peace on earth. Give me light, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy load. Dying to touch and reach you with heart and soul. Please take hold of my hand, that I might understand. Want you, please, I want you. Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me light, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy love. Trying to touch and reach you with heart and soul. My love, please take hold of my hand, that I might understand. Want you, please, I want you. Give me love, give me peace on earth. Give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy love. Trying to touch and reach you with a heart and soul. Uns Erwachsenen wirkt sowas. Bei Kindern überhaupt nicht. Die entscheiden selber, wo sie hingehen, was sie machen, und es ist ihre Neugier, die sie antreibt. Der Technische Jugendbildungsverein in Praxis e.V. erwartet neugierige Kinder und Jugendliche und bringt ihnen Naturwissenschaft näher. Zum Anfassen, zum selber Erleben mit mittlerweile 20 Jahren. Und es ist Zeit, dass wir das mal vorstellen. Zu unseren Kernprojekten zählt die Lern- und Erfinderwerkstatt, das Meteum, die Technische Kinder- und Jugendakademie mit den Schwerpunkten Bionik, Biochemie und erneuerbare Energie, die 3D-Werkstatt und das Lernlabor Energie in Grünau. Die
Seniorenakademie unterbreitet Medienkompetenzangebote sowie ein Repair-Café für ältere Menschen. In den letzten Jahren kamen mehrere Projekte dann noch hinzu, sodass wir unser Angebot Stück für Stück erweitern konnten, unter anderem mit Geocaching, mit dem Kochwerk, mit den Nähfüchsen, einer Fahrradwerkstatt und dem Schmuckwerk. Seit 2019 gehört auch das Umweltbildungszentrum zu uns, die Koordinierungsstelle für umweltpädagogische Angebote im Bezirk, welche Nutzer und Akteure der entsprechenden Angebote vernetzt und auch selber Angebote unterbreitet. Neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind wir auch Träger des Bundesfreiwilligendienstes und setzen zahlreiche arbeitsmarktpolitische Förderungen um. Wir unterstützen aber auch viele andere Projekte im Bezirk. Neben unserem Umweltbildungszentrum engagieren wir uns auch im Aktionsbündnis Mehr Mädchen in MINT in Treptow-Köpenick und in der Städtepartnerschaft mit Caramaca in Peru. Außerdem arbeiten wir auch eng mit anderen Einrichtungen zusammen, beispielsweise dem Karneval, den Kiezclubs, den Schulbibliotheken und der Jugendverkehrsschule. Also wir sind sehr froh, dass wir dieses Gebäude gefunden haben, nach einer langen Suche. Letztlich war immer unsere Intention zu sagen, wir brauchen etwas, wo wir auch anderen eine Heimstätte geben können. Mit ungefähr 1200 Quadratmeter pädagogischer Nutzfläche haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten als früher und vor allen Dingen haben wir die Möglichkeit, auch Partner einzubinden, die mit uns gemeinsam in der Jugendbildung tätig sein wollen. Schon jetzt haben wir Partner bei uns im Haus, wie zum Beispiel die Kunstfabrik mit der Bücherbörse und mit der Kleiderbörse. Wir haben die kommunale Ökumene da und wir haben vor allen Dingen einen altangestammten Verein, der Funker, die schon jetzt in der vierten Etage sind, die hier tätig sind. Darüber ist noch eine Musikband eingezogen, die ihren Probenraum hier haben. Aktuell bauen wir letztlich die vierte Etage oben aus. Dort kommt ein großes Sozialprojekt, das fünfte Rad, rein, mit denen wir gemeinsam dort oben ihr neues Domizil gestalten. Außerdem freuen wir uns, dass ab März eine chinesische Künstlerin, eine Malerin einziehen wird und die Räume nutzt, um dort Workshops zu machen. Und wir haben eine Ergotherapie, die speziell für Kinder und Jugendliche ausgerichtete Angebote unterbreiten. Außerdem planen wir seit anderthalb Jahren den Einbau einer Kita hier. Wir wollen mit 65 Plätzen starten, um die naturwissenschaftlich-technische Bildung sehr frühzeitig bei Kindern und Jugendlichen zu etablieren, das Interesse zu wecken, um dann vielleicht später auch Jugendliche zu haben, die mal in diesem Beruf oder in diesen Berufsfeldern aktiv werden wollen. Ich hatte eingangs gesagt, viele Künstlerinnen und Künstler sind in Köpenick zu Hause. Lassen wir auch ein zu Wort kommen. Und zwar mit einem Song, den kennen Sie vielleicht von Olli P. Und der hatte es auch schon von einem anderen Künstler. Aber wenn Dirk Zöllner mit seiner Tochter Rubini diesen Song macht, dann wird es eine ganz eigenständige Nummer. Flugzeuge im Bauch, Dirk Zöllner. Lass mich los, oh, lass mich in Ruhe, damit es ein Ende nimmt. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher abgehst, umso leichter wird's für mich. Leer und verbraucht.
alles tut weh. Flugzeuge in meinem Bauch. Kann nichts mehr essen. Nein, ich kann dich nicht vergessen. Aber auch das gelingt mir noch. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich. Gib mir mein Herz zurück. Jetzt ist es soweit, nochmal zur Erinnerung. Der Tourismusverein Treptow-Köpenick hat tolle Preise organisiert für Sie, wenn Sie folgende 5 Fragen selbstverständlich richtig beantworten. Hier kommt die erste Frage. Welcher Künstler ist das Gesicht der Katzengrabenpresse? Allerdings nur dann, wenn er nicht gerade auf einer Buchmesse unterwegs ist, in Hamburg oder Leipzig oder in der Schweiz oder wo auch immer. Wie ist sein Name? Hier kommt die zweite Frage. In welchem Ortsteil entsteht ein neuer Standort für die Musikschule Josef Schmidt? Dritte Frage, schon wieder eine Wahl. Welche Wahl findet 2022 bei uns im Bezirk statt? Wir haben Ihnen heute den TJP vorgestellt. Hier meine Frage, das ist die vierte für Sie. Mit welcher unserer 12 Partnerstädte hat dieser Verein eine Kooperation? 5 Fragen haben wir versprochen. Hier kommt die 5. Die Bonusfrage, die Zusatzfrage. Aber für Sie kein Problem. Der Coup des Hauptmanns von Köpenick ist mehrmals verfilmt worden. Hier die Frage, welche deutsche Schauspielerin hat den Hauptmann von Köpenick gespielt in einem Film? Ne? Ihre Antwort an diese E-Mail-Adresse und dann toi 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 für die tollen Preise, die der Tourismusverein organisiert hat. Sag mal, hier im Plan steht doch Romano. Was ist denn mit Romano los? Der hat Fieber, liegt im Bett. Ach ey, können wir ja alle mal raten, was ihn erwischt hat. Aber sein neuestes Video, das haben wir da. Romano. Hey, ich bin ein Mann für Gewisse, ein Mann für Gewisse, ein Mann für gewisse Stunden. Ich bin ein Mann für Gewisse, ein Mann für Gewisse, yeah, ein Mann für gewisse Stunden. Sommernachtsträume, wir schnitzen Herzen in die Bäume, fassen an Elektrozäune, wir zwei sind mehr als nur Freunde. Und schau mal, da unten steht mein Wagen, wenn du willst, kann ich dich runtertragen. Ich tätowier mir deinen Namen in Regenbogenfarben. Hol dir vom Himmel die Sterne und aus dem Apfel die Kerne. Heim mich vor der Kaserne, nachts unter der Laterne. Auf dem Boden tausend Rosen, das Bett ist frisch bezogen. Heute glätten wir die Wogen, du unten und ich oben. Ich bin ein Mann für Gewisse, ein Mann für Gewisse, ein Mann für Gewisse, yeah. Ein Mann für Gewisse, ein Mann für Gewisse, oh. Ein Mann für Gewisse, yeah. Für gewisse Stunden. Da liegt was in der Luft, flüchtiger Blick, wilder Kuss. Okay. Von der Diskothek in den Bus. Und vom Bus in die Bahn. Von der Bahn in die Tram. Aha. Und von der Tram aufs Double Bike. Ring, ring. Und dann irgendwann kommen wir bei dir zu Hause an. Nie mehr allein, nie mehr allein, nie
Liene allein, Liene allein, Liene allein, Liene allein, yeah. Ich bin ein Mann für Gewisse, ja, dein Mann für Gewisse, der Mann für Gewisse Stunden.